Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Held wollen den erneut aufkeimenden Streit um die Zukunftsausrichtung von Hannover 96 von der Mannschaft fernhalten. Am Donnerstag hatten drei Vertreter der Fanvereinigung IG Pro Verein 1896 mit der Vorlage von 1310 Unterschriften eine außerordentliche Mitgliederversammlung beantragt, bei der sie die Macht von Präsident Martin Kind beschneiden wollen. "Wir haben noch nicht ein Wort darüber verloren", sagte Breitenreiter. Für ihn zählen nur die Partie bei Schalke 4 Uhr morgens Samstag, 15.30 Uhr. "Unter anderem, weil um uns herum so viel passiert, ist es wichtig, den Fokus auf das Wesentliche zu legen", sagte Held. "Es ist kein Thema in der Kabine, und wir wollen auch nicht, dass es thematisiert wird. Sein Team müsse sich voll auf den Abstiegskampf konzentrieren. Sollte es bei dem Antrag der Kindgegner keine Beanstandungen geben, muss der Vorstand gemäß Satzung binnen 5 Wochen zu einer Mitgliederversammlung einladen." Laut Angaben der IG Pro Verein 1896 hat sie rund 200 Stimmen mehr vorgelegt als nötig. Kind verfolgt seine Übernahmepläne weiter mit Nachdruck, nach dem ablehnenden Bescheid der Deutschen Fußballliga, DFL. Im Rahmen der 50-einer-Regel hat der 74-Jährige das ständige Schiedsgericht für Vereine und Kapitalgesellschaften der Lizenzligen angerufen. Zuletzt hatte Kind mit einer Satzungsänderung für Aufsehen gesorgt. Kritiker sehen durch den Schritt die Bundesliga-Lizenz gefährdet.